draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. So, ja. Die Aufnahmen waren ein bisschen laut, aber ist okay. Bei den anderen Aufnahmen, da war ich ein bisschen leiser von der Stimme. Da ist die Maske. Nee, es ist eine Maske von einem Toten. Anschauen. Hier fand Gilman also den Tod. Es ist ihm nie gelungen, Maria zu treffen. Wie welche Beweise sie auch hatten, er kam, bekam sie nie zu Gesicht. Er hatte sich in der Mine verirrt und ist gestorben, bevor Maria mit Maria reden konnte. Wenn sie im Sumpf lebt, kann ich ihr einen Buchbesuch abstatten. Er ist nicht weit von hier. Lesen! Es ist niemand hier. Jemand ist mit mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn sie abschütteln. Diese Mine gleicht ein Labyrinth. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich hier rausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagt mir, dass sie in einer Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. Okay. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Okay. Aber diese Mine hier. Ach, ich wollte gerade sagen, diese Mine nimmt kein Ende und zack, sind wir im Wald. Alles nicht klar, nicht schlecht. Auf jeden Fall keine Geister mehr hier. Hoffen wir doch mal. Hier war der Schlachter, der uns verfolgt hatte, ne? So, mal eben flott. Gegenstände. Was ist das? Gegenstände, ja. War das noch eh, ne? Was? Ups. Aber da brauchen wir kein Licht für hier vorne. Geht's hier durch? Gut. Wir wollten ja eigentlich irgendwie was Höhlenmäßiges verlassen. Was ist mit uns? Ja. Na klar. Gibt es hier noch Sumpfmonster oder was? Ah, das war giftig. Also Verwesungsmethangase, Pupse und so ein Scheiß, ne? Wow. Das ist ja mein... Digga, ernsthaft? Ist das dieses? I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Ja. Also ich glaube, hier lebt keiner mehr, wa? Ich wette, wenn ich da Streichholz, ein angezündetes Streichholz in den Sumpf schmeiße, dann explodiert da alles. Mach die Tür auf. Ja. Maria, Maria. Oder hier kommt gleich hier Jake Baker. Und Martha. Ist sie Martha? Ich glaube, die ist Martha, ne? Resident Evil. Go tell Androdi, go tell Androdi, go tell Androdi. Looks like there's something in the water. Everybody. I should stay. Ja, wie soll ich denn da Abstand halten, wenn ich da durch muss? Hört sich an, als wären da irgendwelche Urzeitkreaturen drin. Mama, Pilze. Pilze auf.
Lalalala. Ich würde gerne mal sehen, was da drin ist. Aber nicht unbedingt wissen, was da drin ist. Ja, und wie soll ich denn da ausweichen? La 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 la. Uah, gruselig, 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 gruselig. Distracted. Ja, wo müssen wir denn eigentlich auch hin? Ich hab verstanden. Vielleicht war das zu früh. Ich finde das eklig. Ich mach das nicht. Es ist mehr als gruselig, ich schwöre. Meine Fresse! Man weiß ja nicht mal, was da ist. Alles klar. Da wären wir, glaube ich doch, oder? Pilze, Pilze. Oh, hallo. Na, du hübsches Ding. Schwebt die oder hängt die? Wie gleich so. Oh. Das sieht bestimmt auch alles sicher hier aus, ne? Total seriös. Wow, das ganze Dorf im Sumpf hier, ne? Wer will so wohnen? Ich versteh's nicht. Bestimmt ist es auch tags, ne? Nicht nachts, es ist tags. Da sind schon wieder diese Ablenkungssteine. Ach scheiße, ehrlich.
Er geht einfach nicht da hoch. Ich schwöre, geht diese Leiter nicht hoch. Was stimmt mit dir nicht? Warum geht diese Treppe nicht hoch? Jetzt kriegst du das mal wieder in Ordnung, Kollege. Also auf jeden Fall gibt es da Frösche. Okay, das, der Plan ist alles da. Ich sehe schon den Plan. Springt direkt von da. Aber das Ding ist total lahmarschig. Hey! Das muss echt nach Pupse da stinken, Alter. Ansonsten würde er nicht so husten. Und wer macht denn mal dauernd die Kerzen an? Okay, so. Da durch, wa? Lauf, Schlampe, lauf! Tja, natürlich ist es da ankommen. Okay, wo sollen wir denn hin? Da kamen wir her, ne? Ich denke mal irgendwo unter das Haus oder so, ne? Einfach die Musik dann wieder aufhört, ne? Mach den Fucktür auf. Fucktür auf, Fucktür auf. Bäh. Ich würde gerne wissen, was das ist, ey. Oh Gott! Du Arsch! Mache ich jetzt hier alles kaputt. Wenn sie mich so erschrecken wollen. Bleib doch offen, ne? Ich will gerne trotzdem wissen, was das ist. Ich würde es gerne mal sehen, ohne Wasser. Boah, ja, bitte. Toll. Das ist doch total seriös alles hier. Hier wohnt der Schimmelpilz. Wer will denn schon so wohnen? Wow! Das ist toll. Also es schwimmt auf jeden Fall langsamer als ich laufe im Wasser. Alter. Muss das denn sein? Wahrscheinlich wäre ich hier, hätte ich. Egal. Wie komme ich denn hier jemals wieder? Ist das der richtige Weg jetzt?
Ich weiß nicht so recht. Toll. Ah, eine Kurbel. Now I can lower the bridge. Welche Brücke denn? Von welcher Brücke reden wir hier? Von dieser Brücke hier. Ah. Oh ja, klar. Natürlich. Bahn den Weg durch den Sumpf zu Marias Hauf. Ja, super! Das ist ihr Haus. Auch wie schön gemütlich, ja? Warum? Toll, ich habe mich verlaufen oder was? Ja, zieh! Da liegen voll die Leichen drin. Na, jetzt könnt ihr mal aufhören zu kommen. Oder kommt aus dem Wasser raus. Ach, komm schon. Marias Paradies. Ach so, hallo. Finde ich gut, dass du hier wartest. Warte mal, eben komm mal eben. Kannst du mal da stehen bleiben? Ich komme hoch. Ach, der hat... Das klingt jetzt immer noch. Ach, wie schön. Der hat eine Kerze für uns angemacht. Ich komme mal eben hoch. Warte auf mich. Ja, natürlich wartet er nicht. Ach, da bist du. Ja, nicht so schüchtern, kleiner Junge. Nicht so schüchtern, nicht so schüchtern. Komm, 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 ja. Hä? Wo ist er jetzt hin? Warum? Wir waren doch gerade im Haus drin. Warum soll ich wieder aus dem Haus rausgehen?
Marias Monster kommt doch her und angst mich. Warum? Ich will doch gar nichts Böses. Ist das ihr Haus? Okay. Oh, shit. Someone nailed Maria's dog here to scare her? I just hope she herself is alive. Hat sich das in dem Moment auch bellt, no? Das ist Marias Hund. Maria, Baby, ich bin da. Keine Sorge. Bestimmt ihr Grab oder es ist bestimmt ein Mausoleum oder so ein Scheiß. Ja. Das ist immer ganz wichtig, dass man die Hunde so lange draußen kläffen lassen muss. Hallo. No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. Okay. Ich bin langsam ganz durcheinander. Hat mein Großvater Maria wirklich etwas angetan? Ist das der Grund, warum sie so schlecht auf unsere Familie zu sprechen war? Sie sagte, dass sie alles erzählen würde, doch hat bis jetzt noch keine handfeste Beweise vorgelegt. Hat sie wirklich gesehen, wie mein Vater jemanden umgebracht hat? Oder hat sie sich alles nur ausgedacht, um meinen Vater zu ruinieren? Es gibt immer noch so vieles, das ich nicht weiß. Ha! Die Tage der Heiz sind gezählt! Sie werden es doch bereuen, dass sie zu knauserig waren, um mir ein paar lumpige Dollar zu zahlen, als mein Mann das Zeitliche gesegnet hat. Und ich habe ja nicht einmal viel Geld verlangt. Ich bin ja eine einfache und bescheidene Frau. Ich habe keine Penny gesehen, obwohl die Familie schon seit langer Zeit tief in meiner Schuld steht. Seit damals, als dieser alte Drecksack, der Vater des alten Hyde, mich so hart geschlagen hat, dass ich eine Fehlgeburt erlitt. Heute kommt der Detektiv vorbei und ich werde ihm einen schönen Liedchen trällern. Er spürt auch, dass die Heiz eine hinterhältige Sippe sind. Und ich werde ihm den Beweis dafür liefern. Ich danke dir, oh Herr! Aloha! Na, natürlich soll man da links gehen, wo gerade eine gruselige Tür aufgeht, ne? Hallo. Jesus liebt mich. You! How dare you come here? Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! Kann man nicht über alles reden? Wir können doch Freunde sein! Muss das denn immer alles so enden? Und wieder mal den verkehrten Knopf gedrückt.
You! How dare you come here! Schon wieder die Fenke! Ja, komm. Kann man es nicht überspringen? Wir wissen, wir sind tot, bla bla. Was macht die mit uns? Knetet sie uns so lange durch, bis wir sterben? Das ist so ein Stressfaktor. Man sieht, es blinkt auf, man will irgendwas drücken, weil die kommt ja auf einen zu. Und dann drückt man einfach irgendetwas und es ist verkehrt. Wir haben einen gewissen Moment, wo wir abwarten können. Aber ich bin natürlich viel zu hektisch. Before I leave, I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. Mein Vater hat diese arme Frau nicht nur keinerlei Entschädigung zukommen lassen, er hat auch noch Norton dazu angestiftet, sie zu schikanieren. Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend mehr Feinde als Freunde und den Nachbarn haben. So, egal. Er hat mir keinen Penny gegeben, dieser elende Geizhals, und hat mir dann auch noch diesen Richter auf den Hals gehetzt. Der kam hierher und sagte mir, wenn ich nicht aufhören würde, sie zu belästigen, würde ich mein blaues Wunder erleben. Was soll ich nur tun? Der alte Säufer, mein Mann, möge er niemals in Frieden ruhen, hat einen Vertrag unterschrieben, in dem er jeden Anspruch auf Schadensersatz abgetreten hat. Wahrscheinlich für ein paar Flaschen Schnaps, wie ich ihn kenne. Wenn Sie mir Angst einjagen wollen, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Hab den Richter gesagt, dass ich alles weiß, dass die Explosion in der Mine ein kaltblütiger Mord war und dass die Hides nie aufhören, Intrigen zu spinnen und andere Leute zu betrügen. Ich werde nie vergessen, was Jacobs Vater mir angetan hat. Und verstehe jetzt, dass Jacob noch tausendmal schlimmer ist als er. Der Richter hat mich nur ausgelacht. Doch so einfach kommt er mir nicht davon. Okay. Maria, Maria. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. Ja, hör auf zu meckern da, altes Waschweib. Was? Mein Vater hat mehr als einen Sohn? Was für ein Unfug. Ich hätte doch wohl bemerkt, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, der unter demselben Dach wohnt. Vielleicht waren die alte Frau nur verrückt. Es fällt mir auch schwer, ihrer Argumentationskette zu folgen. Die Geheimnis der Familie Hyde, eine Bestie, die Menschen anfällt und sie an einen geheimen Ort verschleppt. Ein weiterer Sohn, der hinterm Schloss in Riege gehalten wird. Was ist das für eine Bestie, von der sie redet? Hat das alte Weib vollkommen den Verstand verloren oder stiftet sie diesmal wirklich irgendeinen bestialisch durch die Wälder? Okay, kann ich lesen, ne? Ja, ich falle hier sicherlich runter. Nicht, okay. Was soll das sein? Eine Kette, oder? Ein Rosenkranz. Ein Rosenkranz. Jemand hat ihn kaputt gemacht. Hat jemand versucht, sie mit diesem Rosenkranz zu erwürgen? Bombs fällt so runter wie so ein Stein, ne? Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Damn, the door's locked. I can't lockpick it. Mia always has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. Wie soll das gehen? Ich wusste nicht, dass sich mein Vater weigerte, nach dem Unfall Schadensersatz auszuzahlen. Wir waren keine Millionäre, es war ja keine Goldmine, aber ich denke, dass wir in der Lage gewesen wären, der Familie der Opfer zu helfen. Möge diese verdammten Hides in der Hölle schmoren. Was für eine niederträchtige Familie. Heilige Mutter Gottes, nur du kannst mein Leid verstehen. Ich wollte immer eine gute Person sein, die niemanden Leid wünscht. Aber ich bin nicht barmherzig genug, um diese Hurensöhne auch nur die andere Wange hinzuhalten. Nach der Explosion in der Mine, bei der mein Mann Trunkenbold verschüttet wurde, habe ich nach einer klitzekleinen Entschädigung gefragt. Und was habe ich bekommen? Ein Arschtritt. This must be the last note. Time to leave.
This is just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. And she won't rest until she kills me. I must get out of here as fast as I can. Mist. Ach, Herr Jemine! Lord, take their souls. Take their souls and make them burn in hell. Wie soll ich hier denn den Schlüssel... Wie soll ich hier denn den Schlüssel wegnehmen? Wie soll das denn gehen? And no one would believe me. Oh Gott! Fuck! Wie schnell sie einen geschnappt hat denn einfach, ne? Die muss sich gerade in dem Moment umgedreht haben. Scheiße. Das Schlüssel wegnehmen, das wird immer bestimmt am schwersten sein. Wenn wir hier anfangen müssen, ey, so ein Scheißdreck immer. Jetzt krieg ich. Hallo? You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me? Scheiße. Gott. Oh nein, das ist der Raum, in dem sie gerade stand, ne? Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Wieder rein ins Haus. Ah!
What have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! It wasn't Old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Okay. Wait! Stop! You hear me? If it wasn't my father, then who? And why did he do it? Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Whoever hides behind that mask, this time I can't let him get away. Voll die schönen Boote, Alter. Damit würde ich keinen Zentimeter schwimmen können, weil das Ding sofort untergehen würde. Und jetzt, wie schwimme ich? Alles klar, macht selber. Nicht gut. Das Ding geht selbst doch sofort. Kapitel 11. Ich bin auf dem Grund eines verdammten Brunnens neben einer Leiche aufgewacht. Ich habe den Tod ins Auge gesehen. Der hatte kein Auge mehr, der hatte keinen Kopf mehr. Darüber hinaus habe ich einige beunruhigende Beweise dafür gefunden, dass ich mit Nikolais Hyde verwandt bin. Ich fand sie im Auto eines Sheriffs, den Emma gerufen hatte. Ich habe genug von all diesen Mysterien und verdammten Psychospielchen. Ich muss endlich es schaffen, Fakten von Fantasie zu trennen. Oh, fuck! Don't do this to me now! Stop! Oh, oh, oh. Was? Geht es hier nicht raus? Wo geht's hier raus? Wo geht's denn hier raus? Hallo? Wenn ihr dann ersaufen, ey. Hä? Leute, wo geht's hier raus? Verdammte Kacke. Mach die scheiß Tür auf. Kein Türgriff da, kein Kurbeldingens da. Wenn ersaufen. Da war was. Was war denn da? Wow, super. Haben wir schon mal Gegenstand. Klasse. Und jetzt, wie kommen wir hier raus? Digga, ich will hier nicht sterben. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Diese Türöffner, wo ist dieser Türöffner? Was ist denn das hier? Achso, die... Und jetzt komme ich da durch? Auch nicht, ne? Hä, was soll denn der Scheiß? So sterben wir tragisch dahin. Aber es ist nichts, womit wir rauskommen, ne? Aber das ist ein Leichen im Auto. Ha, hallo? Voll unnötig! Oh, 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 warte mal, ich hab's. Ich hab's. Oh ja, bitte, ist es dein Ernst? Leichenteile, Alter, hör mal. Tot. Warum? Da müssen wir mal ganz kurz noch raus aus der Szene. Das ist echt kacke, bevor wir hier Feierabend machen. Wenn ich dann hier einfach wieder anfangen muss hier. Direkt eine Anmoderation in so eine scheiß Szene jetzt machen. Oh, fuck! So, wir hatten hier oben was gefunden gehabt. Das nehmen wir mal zu uns. Die Flinte rutscht natürlich 10 Kilometer weit weg.
Diesmal trinken wir auch ein bisschen schneller. Also die Leichenteile waren ja schon ein bisschen interessanter drin, ne? Wer war das? Ich sagte Leiche. Und warum sind wir da? Guck mal, Kleeblatt. Son of a bitch. I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Okay, Kinderchen. Wir gehen zum Haus zurück in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.